Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Heute geht es darum, Vereinswechsel, Fragezeichen, darauf musst du achten. Wenn du vielleicht mal in der Situation bist, dass du einen Vereinswechsel vornehmen möchtest, weil du beispielsweise umgezogen bist oder weil du dich mit deinen Mitspielern, mit deinen Trainern nicht mehr verstehst, heute geht es darum, was du bei einem Vereinswechsel beachten musst, was beispielsweise deine neue Mannschaft unbedingt mit sich bringen sollte. Fangen wir direkt an. Als allererstes solltest du auf die Persönlichkeit der Spieler und des Trainers unbedingt drauf achten. Du hast auf jeden Fall immer ein Probetraining, du darfst immer ein Probetraining machen bei dem Verein. Achte darauf, wie sind die Spieler zu dir, die Mitspieler, und wie ist der Trainer zu dir? Sind die freundlich zu dir, sind die sympathisch zu dir? Würden die dich vielleicht mit viel Wärme und Herzblut entgegennehmen oder haben die vielleicht doch gar keinen Bock auf dich? Sagt der Trainer vielleicht sowas wie, ja, eigentlich haben wir schon genug Spieler oder sowas. Achte wirklich darauf, das ist ganz, ganz wichtig, dass du dich in deiner nächsten Mannschaft, in der du zukünftig spielen wirst, sehr, sehr wohl fühlst. Deswegen achte auf die Persönlichkeit der Trainer und auf die Persönlichkeit der Spieler. Als zweites, Mannschaft sollte gut sein. Ich sag dir es, wenn du eine Mannschaft verlässt und in eine neue Mannschaft wechseln möchtest, sollte die neue Mannschaft immer besser sein als die alte. Es sei denn, du hast in der alten gar nicht gespielt, weil sie zu gut für dich war. Aber ansonsten sollte die Mannschaft immer gut sein, wenn nicht sogar besser sein als du selber. Das heißt, die Spieler sollten richtig gut Fußball spielen können. Denn nur in einer richtig guten Mannschaft wirst du dich langfristig richtig gut entwickeln können. Du wirst nur einen richtig guten Step weiter nach oben zum Profibereich schaffen können, wenn du auch Mitspieler hast, die dir richtig gute Pässe zuspielen können, die dich beispielsweise als Stürmer richtig gut in Szene einsetzen können. Okay? Deswegen achte darauf, dass die Mannschaft wirklich richtig gut ist, aber gleichzeitig, und da kommen wir zum nächsten Punkt, du trotzdem die Chance siehst, auch noch spielen zu können. Das heißt, nicht nur jedes Spiel auf der Ersatzbank zu sein, sondern vielleicht sogar die meisten Spiele in der Startelf stehen zu können. Okay, klar ist, dass du am Anfang dir erstmal deinen Startelf-Einsatz erarbeiten musst, wenn du in eine neue Mannschaft kommst, das ist ganz, ganz normal. Aber achte darauf, dass die Mannschaft gut ist, aber du gleichzeitig die Chance hast, schon in der Startelf zu stehen und dein Potenzial, was du hast, deine Leistung auch auf dem Platz zeigen zu können. Das ist ganz, ganz wichtig. Kommen wir auch schon zum allerletzten Punkt, Punkt Nummer 4. Die Ziele der Mannschaft sollten mit den Zielen von deiner Person übereinstimmen. Das heißt, willst du beispielsweise in der Bezirksliga aufsteigen in die Landesliga, aber die Mannschaft ist jetzt auch auf dem absteigenden Ast in der Bezirksliga und will nur die Klasse halten, ist es schon relativ schwierig, okay? Ist es jetzt so, dass deine Mannschaft beispielsweise gerade aufgestiegen ist in die Landesliga und dein Ziel ist es, dich langfristig in der Landesliga zu etablieren, passt es perfekt. Da solltest du vielleicht unbedingt in die Mannschaft wechseln. Okay, also frag die Spieler auch ruhig, was ist euer Ziel? Frag auch ruhig den Trainer, das kannst du ruhig machen. Was ist das Ziel von der Mannschaft in der nächsten Saison? Was möchtet ihr als Mannschaft erreichen? Stimmt das mit deinen Zielen kurzfristig, aber auch mittelfristig überein? Und stimmt das mit deinen Zielen auch, passt das auch? Das ist ganz, ganz wichtig. Achte auf diese vier Dinge. Erstens auf die Persönlichkeit der Spieler und des Trainers. Ganz wichtig, dass die freundlich, sympathisch zu dir sind und dich gut aufnehmen würden. Zweitens achte darauf, dass die Mannschaft gut ist. Es bringt nichts, wenn du in einer schlechten Mannschaft bist und der Allerbeste bist, denn so wirst du dich langfristig nicht richtig gut entwickeln können. Drittens achte darauf, dass du trotzdem die Chance hast, spielen zu können. Also die Mannschaft sollte nicht zu gut sein, dass du jedes Spiel auf der Ersatzbank sitzt. Und als allerletztes, achte darauf, dass die Mannschaft, die Spieler in der Mannschaft und auch der Trainer die Ziele vertreten, die du mittelfristig auch vertrittst. Das waren die vier Aspekte, die du unbedingt beachten solltest, wenn du den Verein wechselst, um dich langfristig enorm weiter entwickeln zu können. Wenn du weitere Informationen haben möchtest, schau sehr, sehr gerne auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Da posten wir sehr regelmäßig hilfreiche Videos, die du dir da auch sehr gerne anschauen kannst. Ansonsten, like dieses Video, wenn es dir gefallen hat, das würde uns sehr helfen. Abonniere uns, wenn du es noch nicht getan hast. Und wir haben nicht mehr zu sagen als, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.